Himmlischer Vater, wir danken dir sehr für deine Liebe, für den Sabbattag, dass wir zur Ruhe kommen können von dem Alltag. Bitte sei mittendrin unter uns mit deinem Heiligen Geist. Segne uns, O Herr. Öffne bitte unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen können und auch nicht nur Zuhörer, sondern auch Täter sein können. Segne bitte die Sprechende, Silan, Anna und Elisa, dass die auch mit deinem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir bitten dich und danken dir im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Aber Jesus sprach zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer, als dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt war und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn nun auf und sprachen: Herr, hilf uns, wir kommen um. Also wir leben in bewegten Zeiten, wir leben in stürmigen Zeiten. Ich denke, das kann jeder von uns bezeugen. Vielleicht haben wir das nicht in all unseren Leben, aber gerade in diesen stürmigen, dunklen Zeiten ist es wichtig, Lichtträger zu sein. Licht, Glow. Glow bedeutet übersetzt leuchten. Ja? Glow steht eigentlich für Giving Light to Our World und bedeutet unserer Welt Licht spenden. Wir sind Lichtträger. Jeder einzelne von euch, der hier ist, sollte da, wo er ist, in der Dunkelheit leuchten. Wir denken, dass der Literatur eine ganz besondere Rolle zuteil wird, gerade am Ende der Zeit. Und wie das geht mit diesen kleinen Flyern, das möchten wir euch zeigen. Ich weiß nicht, ob ein jeder von euch Glow kennt. Das sind ganz kleine Flyer. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Also die an unserem Büchertisch aktiv dabei sind, kennen sie. Und wie es zu diesen Flyern gekommen ist, werden wir auch später hören. Nun, wir sehen, gehen mal weiter. Wir sehen eine Geschichte in der Bibel und wir haben eben von Stürmen gesprochen. Dort heißt es in dieser Geschichte: Und sie kommen nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus und spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach: Ich sehe die Bäume, als sehe ich, ich sehe Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Jetzt meine Frage an euch: Jesus hat das gemacht. Hat dieser Mensch, bei dem er das Wunder getan hat, direkt klar sehen können, wenn es heißt, ich sehe Menschen wie wandelnde Bäume? Nein, nicht direkt, ne? Das sagt der Text. Naja, der Text geht weiter. Dort heißt es: Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken und er wurde wiederhergestellt und sah alles deutlich. Also dieser Mensch hat nach dieser Zeit deutlich gesehen. Das kann uns auch passieren. Ja, es ist nicht nur dieser Mensch in der Bibel, sondern auch bei uns kann das passieren. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Es gab in Kuba einen Richter. Wie ihr wisst, ist Kuba kommunistisch. Und wie es so heißt im Kommunismus, ist Religion was? Opium fürs Volk. Es wird als etwas ganz Schlechtes angesehen. Und Hector Alvarez hatte ein besonderes Hobby. Sein Hobby war, adventistische Prediger ins Gefängnis zu bringen und so gut und lange wie möglich dort zu lassen. Naja, Hector Alvarez hat sich gedacht, ich möchte was anderes, ich möchte vielleicht etwas Besseres und hat Kuba verlassen. Er wollte den amerikanischen Traum leben und ist von Kuba nach Amerika gegangen. Naja, das Leben läuft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und er konnte sich dort nicht als Richter einschreiben und ist ganz schnell auf der Straße gelandet. Er hat eigentlich alles verloren und ist von den Almosen der Menschen abhängig gewesen. Eines Tages
kam ein junger Mann, ein Sohn eines adventistischen Predigers, und hat diesen Mann gesehen, hat sich mit ihm unterhalten und hat eigentlich ganz schnell herausgestellt, dass Hector ein Intellektueller ist. Er hat sich sehr gewundert, wie dieser Mensch, der eigentlich sehr gebildet war, ganz, ganz unten auf der Straße gelandet ist. Und er hat ihn mit nach Hause eingeladen, hat ihm was zu essen gegeben, hat sich gekleidet, und diese Treffen sind dann halt regelmäßig gewesen. Naja, irgendwann mal war es so, dass man gefragt hat, woher kommst du, was machst du? Und er meinte, der Vater dieses Jungen, aus Kuba, ich kenne noch jemanden aus Kuba, den musst du unbedingt kennenlernen. Naja, er hat ihn eingeladen, und dann kam Hector und man saß an einem Tisch und die beiden Männer schauten sich an und Hector Alvarez wurde es gerade ganz, ganz mulmig. Denn er kannte diesen Menschen. Er hat ihn schon mal gesehen. Es war einer dieser adventistischen Prediger, die er in Kuba verurteilt hatte. Und der Mann schaute ihn an und dachte, irgendwoher kennen wir uns, aber ich weiß nicht wo. Naja, es hat sich schnell herausgestellt, dass sie sich wirklich kannten. Und Hector Alvarez, der Richter gewesen ist, der diesen Mann ins Gefängnis gesteckt hat. Aber was er dann erlebt hat, war keine Anklage, es war kein Verurteilen, sondern es war wirklich eine Annahme. Und man hat sich trotzdem zusammensetzen können, man hat die Bibel studieren können. Und dieser Prediger, der eigentlich von ihm verurteilt worden ist, hat mit ihm Jesus erleben dürfen. Er hat ihm Jesus gezeigt und Hector Alvarez hat sein Leben Jesus übergeben. Und es ist ganz interessant, weil als dieser Prediger mit Hector Alvarez in diesem Taufbecken stand und ihn taufen wollte, wurde er gefragt. Und er hat gesagt, Hector Alvarez, kennst du diesen Prediger? Hast du ihn schon mal gesehen? Er sagte, ja, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er mich ins Gefängnis gesteckt. Und dann wurde der Prediger gefragt. Man fragte den Prediger und sagte, Prediger, hast du schon mal diesen Mann gesehen? Und er sagte, ja, ich habe ihn gesehen. Aber jetzt kommt er ins Wasserbad und ich taufe ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das wurde live übertragen. Und es gab jemand auf der anderen Seite der Welt, in einem kommunistischen Land jemand. Und der Mann, der das gesehen hatte, wurde so ergriffen, dass er sagte, wenn ein Hector Alvarez, der all das Schlimme gemacht hat, zu Jesus gefunden hat, dem vergeben worden ist, sogar von den Mitmenschen, dann kann ich auch zu Jesus kommen. Und hat sich auch taufen lassen. Und wisst ihr, wodurch ist das denn zustande gekommen? Wieso ist das passiert? Weil es einen Jungen gegeben hat, der nicht Menschen wie Bäume gesehen hat, sondern der ganz klar gesehen hat, der etwas in diesem Menschen entdeckt hat, was die anderen nicht gesehen haben. Und die Frage ist, die sich an jeder von uns stellen kann, sehen wir die Menschen wie wandelnde Bäume oder sehen wir sie wirklich klar mit den Augen von Jesus? Und wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir das nicht direkt erkennen, aber wir können Jesus darum bitten, dass er nochmal seine Hände auf unsere Augen legt, damit wir klar sehen können. Und ich denke, das muss sich jeder für sich fragen. Sehe ich wirklich Menschen klar? Sehe ich sie so mit den Augen Gottes? Sehe ich sie als Kandidat für den Himmel? Sehe ich sie nicht jetzt, wie sie in der Situation sind, sondern so, wie sie einmal sein werden? Hier ist ein Zitat aus einer Zeitschrift, The Southern Watchman. Dort schreibt Schwester White, jeder siebente Tagsadventist sollte sich fragen, was kann ich tun, um die dreifache Engelsbotschaft zu verbreiten? Jesus kam auf diese Erde, um diese Botschaft seinem Diener Johannes zu geben, damit er sie an die Gemeinden übermittelt. Sie soll allen Stämmen, Sprachen, Nationen und Völkern verkündigt werden.
Aber wie kann das geschehen? Habt ihr euch schon mal gefragt, wie soll das gehen? Was kann ich machen? Ja? Wenn da steht, jeder siebente Tagsadventist. Dieses Zitat ist da ganz klar. Sie sagt, die Verbreitung unserer Literatur ist eines der Mittel, durch das diese Botschaft bekannt gemacht wird. Gläubige sollten Flugblätter, Broschüren und Bücher weitergeben, die eine Botschaft für diese Zeit erhalten. Wir haben natürlich ein Quartal, einen Büchertisch, aber ist das wirklich, was dieses Zitat sagt? Jeder von uns sollte in der Lage sein, das zu tun. Ich meine, Bücher zu schleppen ist ziemlich schwierig. Ja? Aber ganz ehrlich, das passt doch überall rein, oder? Also das hat man ganz schnell bei sich und je nachdem auch ganz schnell weitergegeben. Ein anderes Zitat, was uns vielleicht zum Nachdenken bringt. Dort heißt es, bald werden sich mehr als 1000 an einem Tag bekehren, von denen die meisten ihre erste Glaubensüberzeugung auf das Lesen unseres Schrifttums zurückführen werden. Tausende! Könnt ihr euch das vorstellen? Tausende an einem Tag, die irgendwann mal irgendwas gelesen haben. Aber was muss dafür gemacht werden, damit das passieren kann? Wir müssen streuen. Wir müssen jetzt das, was wir in der Hand haben, verteilen. Weil wenn wir das nicht verteilen, wird das, was in unserer Hand ist, nutzlos werden. Ja, wie im Herbst die Blätter, die von den Bäumen wegfallen und verwelken, so nutzlos wird auch das, was wir in der Hand haben, wenn wir es nicht zur richtigen Zeit machen. Hier gibt es ein Zitat über eine ganz bestimmte Stadt in Amerika, eine sehr bekannte Stadt. Und das Zitat sagt, die Zeit wird kommen, wenn unsere Arbeit an diesem Ort nicht mehr möglich sein wird. Das ist die Zukunft. Also es gibt irgendwann mal ein Fenster, was dann zu ist und dann kann man nichts mehr machen. Und es heißt weiter hier, daher ist es wichtig, dass wir jetzt mit ernsthaftem Bestreben die Botschaft von Jesus Christus an die Bewohner weitergeben werden. Es ist nicht nur diese Stadt. Ja, wir haben Köln, wir haben Düsseldorf, wir haben Aachen. Das zählt eigentlich für jede Stadt. Ja, irgendwann mal gibt es ein Zeitfenster, was zu sein wird, und dann geht nichts mehr. Und die Frage ist, was haben wir bis dahin gemacht? Wir sind ja sehr zauderlich. Soll ich wirklich? Kann ich das? Ja, ist das wirklich die richtige Person? Aber wir sollten da auf Gott vertrauen. Es steht nämlich hier, aufgrund unserer Fehleinschätzung könnten wir es für unangebracht halten, gerade dort Schrifttum zu hinterlassen, wo jemand die Wahrheit bereitwillig annehmen würde. Also bereitwillig annehmen würde, steht hier. Wie könnten wir wissen, welch ein Segen ein einziges Flugblatt sein kann, das die gegenwärtige Wahrheit enthält? Also wir sollten uns wirklich nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen. Ja, weil wir können die Situation total falsch einschätzen. Eine Botschaft für diese Zeit. Wir denken, dass Glow eine Botschaft für diese Zeit ist. Es gibt viele verschiedene Themen und wir haben die Botschaft darin in verschiedenen Themen mit eingebettet. Aber um das zu machen, denke ich, müssen wir auch eine persönliche Erfahrung gemacht haben. Ich möchte euch ein Zeugnis nennen eines ganz berühmten Herzchirurgen. Devi Prasad Shetty, er wohnt in Indien und ist Herzchirurg, hat ganz viele Auszeichnungen bekommen, aber das ist ihm gar nicht wichtig. Wisst ihr, er ist Herzchirurg gewesen und er hat das Herz einer sehr berühmten Frau operiert, einer christlichen Frau, die auf der ganzen Welt berühmt ist. Naja, nachdem er sie operiert hat, wurde er auch ihr persönlicher Arzt und hat sie auch weiter betreut. Und eines Tages kam diese Frau und meinte, Bruder Shetty, lass mich heute mit dir gehen. Heile du sie Menschen und ich werde für sie beten. Und sie sind zusammen rausgegangen und haben verschiedene Sachen gemacht. Und plötzlich war da ein ganz kleines Baby mit ganz vielen Schläuchen verkabelt.
Und Bruder Shetty nahm dieses Baby, hielt es hoch und fragte. Er sagte, wo ist dein Gott jetzt? Siehst du das Leid dieses Kindes? Wo ist dein Gott jetzt? Und die Schwester sagte, ohne lange nachzudenken, weißt du, mein Bruder, Gott ist sehr beschäftigt. Er kennt dieses Kind, er weiß dieses Problem. Aber er hat genau dieses Kind in deine Hand gelegt. Du bist jetzt die Hände Jesu. Du bist das Auge Jesu. Und dann sind sie gegangen und dieser eine Satz hat ihn nicht, also hat ihn verfolgt, hat ihn nicht losgelassen. Und in der Nacht hat er immer wieder über diesen Satz nachgedacht. Du bist die Augen Jesus. Du bist die Hände Jesus. Und er hat sich gefragt, was bedeutet das? Naja, Früchte hat das Ganze getragen. Er hat eine Klinik eröffnet und er hat übrigens ganz viele Kliniken, eine ganze Kette mittlerweile. Und in dieser Klinik ist es so, dass bis zu einer bestimmten Uhrzeit gearbeitet wird und die ganzen Kosten für den Tag in dieser Zeit mit ein bisschen Plus reingeholt wird. Aber danach werden all die Menschen behandelt, gratis, die nicht das Geld dazu haben. Und an der Wand dieser Klinik steht ganz groß, an dem Tag, wo wir Menschen zurückschicken, weil sie kein Geld haben, haben wir das Werk Gottes verfehlt. Wir haben nicht das getan, was Gott von uns verlangt hat. Wie ist es mit uns, Geschwister? Sind wir die Augen Jesu? Haben wir die Hände Jesu? Machen wir das, wofür Gott uns berufen hat? Bruder Shetty hat ganz viele Kliniken, hat ganz viele Auszeichnungen dafür bekommen. Aber das ist ihm nicht wichtig. Wichtig ist, dass das, was Gott ihm gezeigt hat, er auch umsetzen kann. Und ich denke, jeder von uns sollte sich fragen, wo stehe ich, was tue ich und was kann ich tun? Und das ist eine sehr persönliche Frage. Was sagt der Kolosserbrief? Es ist unsere Aufgabe, zu beten und zu glauben. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Sind wir beharrlich in dem, was wir tun? Wie oft ist es so, dass wir sagen, lieber Gott, ich möchte das und das, ich danke dir, Amen und das war's. Aber wie ist es, wenn wir um eine Seele kämpfen, wenn wir Gott sagen, Herr, ich lass nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und es gab mal jemanden in der Bibel, der sagte, gib mir dieses Bergland. Ja? Sind wir bereit, dieses Bergland einzunehmen, im Mut voranzugehen, egal was da uns erwartet, ob da Riesen sind, ob da Probleme sind, ob es sehr groß erscheint? Das ist, denke ich, eine wichtige Frage. Lieber Herr, lieber Heiland, wir kommen heute vor dir und danken dir für die reichen Erfahrungen, die wir heute sammeln durften. Herr, wir bitten dich, dass du mit jedem Einzelnen, der hier ist, bist und ihnen hilfst, Herr, Licht und Salz der Erde zu sein. Herr, es hat eine Zeit gegeben, wo die Tropfen des Spreeregens bereits auf diese Erde getropft sind. Aber das ist passiert, weil die Gemeinde das getan hat, was du von ihr verlangt hast. Hilf uns hier als Gemeinde Aachen, dass wir das tun, was getan werden sollte. Hilf uns, Herr, beharrlich zu sein im Gebet und wachsam und nüchtern zu sein, Herr. Hilf uns, dass wir uns den Blick nicht von dir wenden lassen und gar nichts zwischen uns und dir kommen lassen. Ich danke dir für das, was du bereits getan hast oder tust, aber ich danke dir auch jetzt schon für das, was du in der Zukunft tun wirst. Und wir bitten und danken dafür. In deinem mächtigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.